Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr euch wundert, warum jetzt schon wieder kein PvP-Video hochgeladen wird, dann liegt es einfach daran, dass ich jetzt versuche, in der letzten Woche, die aktuell noch verfügbar ist, in der man Punkte holen kann, zu grinden, um den Status noch zu erreichen. Ich würde gern Legend werden. Also, ja, ist doch das Ziel von jedem, der aktuell PvP spielt oder gespielt hat. Ich befinde mich aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich werde die Kämpfe, die ich mache, zwischendurch immer wieder klippen und das dann später zusammenschneiden. Und ich werde das dann hochladen, sobald ich es geschafft habe. Ansonsten lade ich das halt nächste Woche hoch, wenn ich es halt nicht geschafft habe. So, dann habt ihr aber trotzdem im Zusammenschnitt, wie meine letzten Kämpfe waren. Und Spoiler vom ersten Tag, den es jetzt hier so geht. Krasse Kämpfe bei. Also die Punkte, die ich geholt habe, sind insane. Jetzt muss ich gucken, ob ich das halten kann oder ob ich halt übel Punkte verliere. Da bin ich mal gespannt. Ja, und in der Zeit werde ich dann halt, solange ich dieses Projekt hier gerade am Start habe, Road to Legend quasi, einfach durchgehend andere Videos hochladen. Zum Beispiel jetzt hier diese Eier. Mit den Event-Eiern gucke ich, dass ich vielleicht noch irgendeinen Zusammenschnitt mit den Rocket-Bossen oder so hinkriege. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Ansonsten. Ja, irgendwie auch nichts Gutes bei hier, ne? Außer jetzt die 21 Bonbons, aber das Teil hatten wir heute in der Rampenlichtstunde. Und ich habe so viel gegrindet für den doppelten Erfahrungspunkten. Das ist Hammer. Das ist insane. Ich brauche auch nicht mehr viel, dann bin ich Level 43. Ich muss gucken, dass ich das so time, dass ich das auch aufgenommen kriege. Wow! 98er, den behalten wir erstmal. Für die Hyperliga manchmal vielleicht nicht schlecht. Ja, das kommt in dem Weiten noch nicht auf die 2,5. Aber ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Immer noch kein Togepi. Also, ich habe schon so viel gebrütet und ich kriege einfach kein Togepi. Was soll ich sagen? Da gibt es nicht viel zu sagen, glaube ich. Oder? Ja, komm. Ein Zweier-Ei ist da jetzt auch noch bei. Das ist aber, glaube ich, das einzige in der Ladung. Felino. Okay, interessant. Wow. Uff. Geil. Also ich denke nicht, dass ich dafür irgendwie eine großartige Verwendung haben werde. Muss ich mal gucken. Aber ein 100er ist das schon mal fett. Und da ist das andere 2er. Ja gut. Geile Sache. Also damit kann man noch das Video beenden. Ich würde sagen, das war's und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sehen uns ein weiteres Ei-Video an. Diesmal sind nur 7er-Eier am Start und ich bin mal gespannt, wie da meine Ausbeute ist. Ich hätte immer noch gerne so in der Wunschliste so ein 100er Flunschlick wäre nicht schlecht. Und ein paar Bonbons für meinen Ponita würde ich mich freuen, ein paar XL-Bonbons. Damit ich das mal hochzocken kann für die Hyperliga. Da würde ich mich auch drüber freuen. Jetzt bin ich mal gespannt. Beim letzten Video hatten wir sehr, sehr viel Glück mit einem Shiny. Und wir gucken jetzt einfach mal weiter rein. Okay, bis jetzt ist es noch nicht so berauschend. Aber ein bisschen Sternstaub ist immer dabei und das nehmen wir halt immer gerne mit, ne? Wer würde sich denn da schon beschweren? Jetzt gucken wir uns das dritte an. Bin mal gespannt, was da jetzt drin ist. Und wir haben ein. Ja, auch nicht schlecht. Da nehme ich auch ein paar Bonbons. Es fährt gerade ein Bus vorbei. So, jetzt gucken wir uns das nächste an. Komm, gib mir mal jetzt hier einen Flunschlick. Ich weiß auch gar nicht, wie die Rotation aussieht, wie lange die Formen Pokémon quasi. Ah, perfekt. Wie lange die jetzt hier noch drin sind, die Galar und Alola-Version. Das würde mich auch mal interessieren, wann da Änderungen in Sicht sind bezüglich der 7er Eier, weil dann muss man nochmal reinhauen mit dem Farmen, wenn man ein bestimmtes Pokémon haben möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die mal wieder Baby-Pokémon reinhauen. Wäre natürlich nicht schlecht, dann würde sich das auch mal lohnen, durchgehend die zu öffnen. Dann kann man da mal ein bisschen nachhandeln. Oh, das wäre gar nicht schlecht. Ein 100er hätte ich gerne. Dann hätte ich so eine Sammlung. Dann bräuchte ich nur noch ein 100er normal und das wäre schön. Dann hätte ich alle drei Mozi in 100. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ah, perfekt. XL dabei. Drei? Joa, nicht schlecht. Ich glaube, dass ich dann schon genug haben könnte, um eins hochzuziehen. Das ist halt dann kein gutes für die. Und der Bus kommt nochmal vorbei. Das ist dann kein gutes von der Bewertung her, aber eins, das dann trotzdem ein bisschen XL ist. Weil anders geht es halt nicht. Aber das hat halt viel Angriff. Dementsprechend sind dann auch die Wettkampfpunkte ein bisschen höher. War es das oder habe ich noch eins? Ich glaube, das könnte jetzt schon das letzte sein. Gucken wir mal rein, warten eine Sekunde und wenn da nichts mehr schlüpft,
Und eine ganze Ladung jetzt ohne Flunschlick. Auch schön. Ja, geil. So, das braucht man gar nicht. Möchte man ja nicht haben. Und doch noch eins. Oi, jetzt habe ich mich beschwert. Jetzt kommt das Flunschlick. Dann ein Hunderter. Habe ich doch gesagt. Ist halt ein anderes Flunschlick. Sieht ein bisschen anders aus. Wenigstens ein gutes. Oh, 96er. Schick, aber ich denke, das habe ich keine Verwendung für. Und das dürfte es jetzt gewesen sein. Na gut, ich schneide dann gleich wieder was dran. Ciao.